ein Irländer, ein Jude und ein Pole kriegen 20 Jahre voll Isolation Knast. Die haben einen letzten Wunsch frei. Ja. Also der Jude wünscht sich für die nächsten 20 Jahre in seiner Zelle ein Telefon, der Irländer Whisky, der Pole Zigaretten. 20 Jahre sind vergangen, die machen die Zellen auf. Der Jude ist Millionär geworden, hat nur telefoniert, Geschäfte gemacht. Der Irländer total besoffen, der Pole kommt mit Zigarette im Mund und sagt, Entschuldigung, hat jemand Feuer? Ela hat mir vorausgesagt, dass ich ein ganz langes Leben haben werde. Und eine schönste, hat er schon schönere Voraussage. Also ich kann nichts falsch machen. Eine schönere Voraussage kann man da nicht bekommen. Oh! So, auch das ist ein Ritual. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Ja, nee, jetzt blamier uns nicht. Ja, ich. Oh, lassen wir. Der war gut, würde ich sagen. Muss immer klingen. Genau. Wir begrüßen uns. Und dann muss immer alles so wie Kerle. Ja. Und dann muss ich so machen, ja. Manchmal stehen wir hier eine Viertelstunde. Will und will nicht. Ja. Und dann hole ich mir einen Tee ab. Kamille, bitte. Kamille. Ja. Der mit meinem neuen Song, der Morgentee. Der Morgentee. Es gibt einen ganz tollen Morgentautee. Der ist sehr lecker. Morgentautee. Großartiger Tee. Ja. Jörni, ich danke dir. Bis später. Und bis dann. So. Ich würde dann jetzt wieder vorgehen. Bitte. Ich folge dir unauffällig. Wo sitzt du, Marie? In der ersten Reihe. In der ersten Reihe? Da sehen wir uns ja gleich. Ja. Viel Spaß. Ja, klar. Für Marie? Und für Charlotte. Ja, okay. Wer ist Charlotte? Okay, ist aber lieb, dass du an Charlotte denkst. Und für Marie. Marie, so, bitte sehr. Dankeschön. Viel Spaß, Marie, mach's gut. Tschüss. Tschüss, alles Gute, tschüss. So. Frau Fahnert, meine Verehrung. David. Mikusch. Oh, Mikusch hat heute hat gerade einen Brief von seiner Freundin bekommen. Na, Mikusch? So steht man eigentlich nicht da, aber naja, guck mal hier. Na, guck mal fein. Ein Tee, oder? Der ja. Eselchef. Manchmal stehe ich hier und empfange Basti. Basti leidet immer noch. Ja. Es gab eben einen Unfall mit unserem Mikro. Wieder der Tonmann. So, da kommt mein Unteroffizier. Genau, die Lisa. Der sympathische und schönste, den ich jemals gesehen habe. Lisa, haben wir das gut gemacht? Wir haben ihn dir. Ja, er ist pünktlich zu hier. Ja. Finde ich gut. Ja, ja. Lisa muss immer ein kleines bisschen auf mich aufpassen. Ein kleines Auge. Aber ich mache es auch so bewusst, weil ich es ja mag, wenn du auf mich aufpasst. Ja. Ne? Natürlich. Okay. Gehst du mal auf meinen. Ja, ja, ja. Es gibt ganz viele Geschichten. Also, guck mal, ich bin jetzt im 17. Jahr. Das ist der erste Gong. Der zweite Gong. Und ist schon der zweite Gong? Ja. Oh, jetzt der zweite Gong. Aufdrehen! Aufdrehen! Wir warten hier. Lautlos kommt er angekrochen, nistet sich in Herzen ein, baut sein Nest ganz unverdrossen, tut, als müsste das so sein. Hass und Neid sind ewig Partner, keine Freundschaft ist so alt. Ja, wohin damit? Das Korn nach hinten in die Mühle. Den Hafer in die Scheune daneben. Hass und Neid hat nur vernichtet. Schaut in die Vergangenheit. Keiner hat den Krieg gewonnen, der durch sie je befanden sich untereinander in beständiger Fehde. Da liegt er. Da war ein Kampf kaputt. Da liegt er. Da liegt er. Gut, oder? War super. In Beherbergung. Jetzt muss ich Mareike Danke sagen. Ja, Mareike ist cool. Mareike ist nämlich da vorne, die zieht uns immer. Stell doch uns mal Mareike vor, die ist nämlich auch eines meiner Lieblinge, muss ich sagen. Mareike ist ein belgisches Kaltblut und heißt Mareike. Das ist nicht Mareike. Nein, das ist nicht Mareike. Aber du bist ja schon bei Mareike an der Nase. Und der Esel guckte doch auch. Ja, das ist auch süß. Ein bisschen. Warte mal, den muss ich rausziehen, ne? Jawohl. Okay. Und der, genau, der. Jawohl. Super. Siehst du, du lernst schnell. Also. Du lernst schnell. Nee, das macht er ja nicht zum ersten Mal. Nee? Nee.
Dann runter. Dann runter. Okay. Gut. Ja, wer mitfährt, muss auch mithelfen. Ja. Die ist toll, die ist wirklich toll. Die ist auch schnell. Ja, ja. Die kennen alle ihre Stichworte. Alle Pferde wissen ihre Einsätze. Das ist wirklich kurios. Also die können wir immer fragen. Alle halten sich ein bisschen fern vor der Kamera, weil einige werden von der Polizei gesucht, auch hier, die bei uns mitarbeiten. Ja, zum Beispiel unser Falkner. Er steht jetzt direkt hinter dir, Andreas. Den wir auch immer liebevoll als Vögel auf. Hallo. Wir haben auch schon mehrere lustige Geschichten erlebt über die Jahre. Ja? Wir hatten mal eine Einladung zu Stefan Bross in diese Sendung Immer wieder sonntags. Mhm. Meine Wenigkeit und der Adler und Volker. Ja. Ich hoffe, die Reihenfolge ist richtig. Nee, Volker, der Adler und meine Wenigkeit. So rum. Nee, halt. Der Adler, Volker und ich. Und da muss man ein Stück fliegen dahin und wir sind interessanterweise von hier, von Gütin, das ist ja so ein kleiner Flugplatz, nicht Flughafen, Flugplatz, sind wir geflogen am Sonntag früh. Das Flugzeug ist relativ klein, also 6 Sitze. Ja. Und wir waren ja nur zu dritt eigentlich mit Adler und Pilot. Und ich habe neben Volker gesessen und habe ihn nach einer Weile gefragt, ob er sich vielleicht ein bisschen kleiner machen könnte, weil Volker ist ein sehr großer Mensch. Und dann hat er zu mir gesagt, ich mache mich schon ganz klein. Ich bin schon ganz klein. Könnt ihr euch vorstellen, dass der sich klein machen kann? Nee. Er ist ja Hagrid, ne? Da haben wir schon mal drüber Hagrid, gesprochen. Er ist Hagrid, ja, klar. Du bist Hagrid. Ich bin Hagrid, wer ist Hagrid? Du weißt nicht, wer Hagrid ist? Nein, den hat man ja nach mir gemacht. Ach so, ja, du, das glaube ich sogar. Genau. Der Wildhüter von Harry Potter. So, und jetzt sitzt du hier jede Show hier und redest. Ich warte auf meinen nächsten Auftritt. Ach so, okay. Mit den Kollegen, wir quatschen ja, mit den Kollegen, erzählen uns ein bisschen was über das Leben. Okay. Und wir finden immer ganz gute Themen. Das gefällt mir eigentlich. Es gibt so ein paar Kollegen, mit denen ich gerne schnatter. Hm? Wer gehört zu dir? Die sitzen da? Die sitzen da, ja. Den unterhalte ich mich gerne. Außer mit dem Dicken da nicht, den kenne ich gar nicht. Kann passieren. Der ist für mich zum ersten Mal heute hier. Ich noch nie gesehen. Ich staune ja, dass der überhaupt hier reingekommen ist. Ja, ich weiß auch nicht. Du. Was sagen Sie immer? Wolfgang Lippert des Ostens. Ich bin der Wolfgang Lippert des Ostens. Und mein nächster Auftritt sieht so aus, dass der Regisseur Marco Barr sehr schön inszeniert hat, dass ich so ein bisschen aus diesen Bildern immer komme. Also nicht, es hält nicht irgendwie an und dann kommt der Sänger und gehört dazu. Geht dann wieder weg, sondern irgendwie bin ich da, komme ich aus den Bildern so raus und jetzt eben auch so ein Marktbild. Scheiße! Und dann kriege ich noch ein Bier von der Wirtin. Mhm. Ja. Und dann fängt mein Lied an. Wo die Wellen friedlich rauschen, dort soll seine Heimat sein. Häuser will er da erbauen. Glücklich mit den Liebsten sein. Wo die Wellen friedlich rauschen. Ach, Sie? Ja. Woher kenne ich Sie denn? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Schöne Pause, verehrte Zuschauer. Wir beide verabschieden uns hier. Wie sagen die immer, für den Moment? Ja. Das in Sendung immer, für den Moment sagen wir Tschüss. Nach der Werbung sehen wir uns dann wieder. Wir schalten jetzt zurück ins Studio. Wir starten jetzt von der anderen Seite, das ist doch mal ein Traum. Wir schleichen uns jetzt an. Übrigens, das kannst du ruhig mal filmen, das ist mein Lieblingspferd. Da teilen wir uns beide rein. Oh, danke dir, Nico und ich. Dankeschön. Danke. Klettern wir jetzt genauso wieder rein? Das ist der Ninjo. Ach, ein Träumchen. Ninjo ist mein Liebling. Ninjo ist dein Liebling? Guck mal, diese Herren erwarten mich dann am Abend immer kurz vor meinem Auftritt hier. Also mit Ruhe und Beschaulichkeit und ist hier nicht. Wir unterhalten uns, tauschen uns aus. Sie drücken mir immer die Daumen. Manchmal auch die Daumen. Helfen Sie mir auf die Treppe hoch. Sieht auch von einer wilden Runde aus. Betreutes Singen. Betreutes Singen, ja. Guck mal, und diese Musik, die wir da gerade hören, kommt von unserem Wolfgang. Ja. Der spielt jeden Abend in der Pause mit seiner Geige da oben so virtuos, dass er eigentlich auf die Bühne gehört. Das ist wirklich
wirklich gemein, dass er da aus seiner Kiste nicht raus darf. Ja. Guck mal, jetzt kommt doch eine Mücke. Ja, ja, aber die ist nur vorbeigeflogen. Oh, nee. Ist eine Mücke auf Reisen. Es geht eine Mücke auf Reisen. Warte, Moment, so, jetzt muss ich ein anderes Lied singen. Ja. Aufgeregt muss man sein. Ja, ne? Klar. Sonst geht das nicht. So, jetzt. Zeige ich euch meinen Geheimplatz. Das mache ich nicht mit allen. Das finde ich ja toll. Fühle mir auch sehr geehrt. Es ist ein romantischer Geheimplatz. Aha. Hallo Etzer. Alles okay heute? Ja, alles gut. Gut, kein Flackerlicht. Nee, warte, jetzt geht er durch den Gegenverkehr. So, Gegenverkehr. Da kommt der Kutscher. Gut. Keiner sieht mich. Komm, Kutscher. Ma da 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 da. No smoking. Die Pyrozone. Also man darf hier nicht mit dem Smoking rein. Guck mal, wie romantisch. Ja. Da fährt jetzt Robert raus gleich mit diesem kleinen Fischerboot in einer verräterischen Mission. Ja. Denn er gießt sozusagen Blei ins Ruder. Stimmt, dann wären wir ja hier auch extrem nah an den Explosionen. Wir wären hier, rumst es richtig. Ja. Ja? So. Und meistens gehe ich dann bis da vorne ran. Ja. Oder stelle mich da hin. Ja, da hinten ist auch schön. Ja, aber ab hier können dich schon die Zuschauer sehen. Ach, stimmt, ja. Und das ist jetzt nicht so clever, ne? Nee. Wenn man jetzt hier auf der Bühne irgendwie rumhampelt ohne eine Rolle. Da hast du recht. Dann können wir uns da hinstellen. Wenn es ihm wirklich gelingt, das Ruder zu blockieren, ist der Störtebeker geliefert. Guck, da kommt der Fischer rechts. So. Scheint sich an Deck nicht zu rühren. Und der fährt jetzt da hinten ran. Die müssen den Fischer doch schon längst gesehen haben. Guck mal, wie er aussieht, wie schick mit seinem Hut. Ruhig Blut, Hisko. Robert ist das. Ruhig Blut. Und der fährt jetzt da hinten ran und gießt Blei in die Ruderanlage. Mhm. Das ist ein bisschen Angst. Das wird jetzt ordentlich knallen. Pass auf, gleich kommt die Lampe. Da kommt die Lampe, siehst du? Gib das Zeichen zum Angriff! Wollt ihr nicht warten, bis der Fischer? Ach, ein Mann mehr oder weniger. Ach, ein Mann mehr jetzt oder weniger. Jetzt wird Störtebeker eine feurige Überraschung erleben. Wir ziehen dem Wolf der Meere das Fell über die Ohren. Hoffentlich wird sie ihn leben. Was macht er denn jetzt? Der springt sich selbst in die Luft. Verdammt! Meine Schiffe! Sie müssen sich frei halten, sonst zieht er sie mit in die Tiefe! Imposant, oder? Der Hammer. Ja, ist wirklich toll. So nah rankommt man selten. Normalerweise nicht. Ja. Ja. Guck mal, das ist meine allabendliche Muppet-Show hier, die beiden. Die allabendliche Muppet-Show. Da setze ich mich denn dazu. So. Weißt du? Und dann sitzen wir hier einen Moment. Und freuen uns. Hier kommen gleich die Reiter denn runter. Das sieht ganz toll aus. Müsst ihr mal hier bleiben? Böse. Ja, böse. Ja, sei böse. Die Musiken sind doch immer so schön zwischendurch. Diese Stimmung und diese Musikfetzen, die so viel Assoziation machen. Das ist toll. Pass auf, wir erleben jetzt gleich ein Schauspiel. Da kommt ein junger, begabter Nachwuchsschauspieler, der synchron mit Hinnerk spricht. Ach echt? Wo ist er? Malte. Und heute ist er nicht zu sehen. Malte! Malte läuft hier immer lang in diesem Niedergang, der hinter der Bühne zur anderen Seite führt.
und spricht synchron den Hinnerk-Text mit. Wenn's Teufel bauen kann, man nur nicht hexen. Der liegt da also wirklich voll drauf. Der ist Synchronsprecher von Charles. Malte! König, eh? Ja. Kannst du mir sagen, warum du Schiffshauptmann bist? Was fragst du mich so was Blödes? Weil du dich nicht verstehst. Ich verstehe dich deine Männer, wenn du vom Hackerstelle aus einem Befehl gibst. Da kommt nichts an, nichts rüber. Bootsman, yo. Da solltet ihr besser die Völker nehmen. Da geht wenigstens was los. Komm gleich Schnickschnack. Pass auf. Und zählen kannst du auch nicht. Wir sind auch nur vier, du Blindfisch. Mittlerweile ist Mike eingetroffen. Und Mike bereitet sich darauf vor, dass er jetzt dem Störtebäcker den Kopf abschlagen muss. Demnächst. Nee, erstmal werde ich selber noch Ketten. Ja, erstmal wird er selber an Ketten gehauen. Ja. Nee. So schwierig ist es. Bist du nachher der Rosenfeld? Wir dürfen dann das Urteil sprechen. Sehr schön. Mhm. Schuldig. Das glaube ich, dass ihr das könnt. Naja, guckst du dir an. Das sieht man schon. Das siehst du sofort. Ja. Der hat ja eine gewisse Wichtigkeit, ne? Wenn man so Mut hat und so. Mhm. Ja, siehst du, das ist so unsere allabendliche Runde. Ja. Da wird dann gesprochen über Moorington, Boote, Segel. Über Boote. Weil Mike guckt sich heimlich immer Bootspornos an. Ich auch. Weil wir Boote so lieben. Ja. Ganzen Winter durch. Und dann tauschen wir uns immer aus. Ja, und es muss ein neues angeschafft werden. Ja. Er hat gerade eine Regatta mitgemacht bei einem Megasturm. Ja, Pock weg. Ein Jahr alt, kaputt. Ja. Aber der Rest der Boote lag im Kiel oben und so. Also da haben wir Glück gehabt. Was? Der lacht immer mir nach und stellt mich hinten auf den Wagen. Ja. Herrlich. Ja, hier ist schön. Und endlich mal kein Regen. Ja. Endlich mal schönes Wetter. Und wenig Mücken heute, komischerweise. Ja, naja, man sieht es immer in den Scheinwerfern. Ne? Du musst immer aufpassen, dass du keine einatmest, weil dann ist es doof. Beim Singen, ich habe neulich eine eingeatmet, aber gleich so, also beim, Gott sei Dank, musst du nicht husten. Ja, rein, raus, zack. Das macht so einen großen Spaß, diese großen Tiere anzufassen. Wie ruhig die sind. Und ich finde, genießen die aber. Gefällt ihnen gut. Man kann ihn zum Beispiel unten so vorne reinpusten. Ich finde die auch gut. Ohne mich hättet ihr den Sternenwecker in die Hände kommen. Das sind große Öfen, ne? So, jetzt, damit ihr nicht in die Kampflinie geratet, für mich schon kleines Achtung. Lisa muss die Tür aushalten. Und jetzt gehe ich zu meinem. Sing schön. Nee, sing schön. Wir lachen. Von seinem